Hey Leute, wir reagieren heute endlich mal wieder seit Ewigkeiten auf die witzigsten Momente in Brawl Stars. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich hoffe, ihr habt Bock auf die neue Folge. Und ja, wenn ihr mehr dazu sehen wollt, lasst gerne Supporter. Viel Spaß. Okay, wir legen los mit einem 8-Bit in Juwelenjagd. Der freut sich hier schon, wir sehen's. In der Mitte liegen nämlich die ganzen Juwelen. Und er hat es auf dieser Random Map irgendwie geschafft, da hinzukommen. Aber, das war so klar. Er hat das Jump-Hit eigentlich nur vorher aktivieren müssen. Der wäre es easy gewesen, aber er hat es ein bisschen verkackt. Naja. Jetzt haben wir eine Bubble. Ja, okay, das ist so ein ganz typischer Fail, ja, keine Ahnung. War jetzt nichts so Besonderes. Passiert irgendwie dauernd. Hä, was war das denn? Die Fail habe ich nicht verstanden. Okay, wir haben einen Bow. Und der lädt jetzt hier die Minen auf. Einige Zeit vergeht. Und die Shelly läuft raus. Oh Gott, wie schlau! Das ist so schlau, habe ich auch mal überlegt. Das Krasse ist, sie denkt ja, Shelly kann jetzt hier nur die Station sehen. Die sieht nur einen Busch, ne? Und da drin die Station und denkt, da wird der Bow stehen, aber das ist eine Falle. Ist eigentlich mega schlau. Kann man echt auch allgemein, man kann es auch mit Cubes zum Beispiel machen, um einfach die Gegner auszutricksen. Ist ein geiler Trick gewesen, muss man ehrlich sagen. Oh je, okay. Also eigentlich muss die. Oh Gott, nein. Er ist doch zum Tresor gelaufen. Und hat dann nochmal extra Schaden mitgenommen. Oh nein! Und Digga, die Bibi. Die Bibi schlägt einfach zweimal die Bubble auf sie drauf, oh je. Okay, Ball kommt nach vorne. Ach lol, der war unsichtbar. Oh je, der konnte ihn gar nicht sehen. Deswegen ist er nicht auf die Idee gekommen, dass da jemand stehen könnte. Lol, die beiden Sekunde mal, die beiden Team und jetzt? Oh mein Gott. Lol, okay, der hat den irgendwie, der hat den ziemlich mies auseinandergenommen. Nächste Runde und wir sind jetzt hier in Brawl Ball. Der Nani ist markiert. Hey, der kann laufen. Das ist dieser eine Glitch, den es mal gab, dass er mit der Ulti laufen kann. Bin ich auch mega los. Oh je, nein, da wird direkt in die Shelly reingeworfen. Das ist auch ziemlich dumm für ihn gelaufen. Oh, das ist dieser neue Beast-Skin. Nee, das ist Otis, das ist neue Fähigkeit, passt auf. Lol. Mit dieser Fähigkeit kann er dafür sorgen, dass man Schaden bekommt und nicht angreifen kann. Das ist ein neues Gadget, habe ich letztens gesehen. Muss eigentlich mal testen, sieht ultra OP auf den ersten Blick aus. Was ist da passiert? Habe ich nicht gecheckt. Okay, Edgar springt. Ned kann eigentlich losfliegen. Das Problem ist natürlich nur, dass sie entkommen muss. Das schafft sie auch. Oh, jetzt hier direkt nochmal. Lol. Ja, muss man auch sagen, ist auch ein bisschen Fail vom Edgar. Ich meine, er weiß ja eigentlich, dass... Ja, Digga, er macht es noch zum dritten Mal, ne? Ich meine, komm, es kann einmal passieren. Vielleicht noch zweimal, aber so beim dritten Mal wäre ich echt raus. Die letzten 5 Sekunden in Brawl Ball. Der Ball bleibt auf der Hälfte der Linie liegen. Oh mein Gott, lass mich raten, er ist drin. Oh, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das war dann ein mieser Moment für die Gegner in dem Moment. Aber das Tor war auch schon verdient. Oh Junge, der wird auch hops genommen von der Bubble. Der klassische Fail, man kennt ihn. Okay, was haben die jetzt hier? Da ist eine Shelly. Der Mortis rettet das Ganze. Das war stark. Pass auf, nein. Die spinnen sich. Aber sie haben es verteidigt bekommen, okay. Der macht einen Teleport. Ah, da ist noch ein anderer Edgar, den sieht er nicht. Oh je. Aber er schafft es. Nein, der Teleport ist mega lost, ich wollte gerade sagen. Oh Gott. Digga, der war so lost, es war doch klar, dass er im Poison kommt. Er hätte vor allem gar nicht teleporten müssen. Das konnte er nicht wissen, weil er unsichtbar war. Oh, der zieht alle ran und der Cold. Ich glaube, der Gale hat die beiden noch mit dem Tornado erwischt, dadurch haben die überlebt. Was geht denn jetzt ab? Yo, okay, das ist mega lost irgendwie wieder. Das ist, wenn Teaming einfach zu weit geht, dann passiert sowas. Okay, hier sehen wir, man sieht es nicht so gut in der Ecke, ist einfach ein Schatten von Tara noch gewesen, ne? Ah, okay, das gab es schon öfters gesehen. Das kriegt man wirklich hin, ist aber sehr schwierig. Man kann alle drei in der Ecke trappen und dann sind die 10 Minuten in diesem Match gefangen. Das ist wirklich so dumm für die, ne? Das können die Gegner einfach reintrollen und gehen auch in die Ecke. Oh, das ist echt dumm. Das ist halt mega lost, weil am Ende, ich glaube, nach 10 Minuten ist das Match dann automatisch vorbei. Ja, und die Gems liegen halt da, die denken sich auch noch so, WTF. Ja, da sehen wir. Am Ende läuft dann Cyber ab und dann ist einfach unentschieden, ne? Soweit ich weiß. Ah, lost. Lol. Das war auch lucky. Auf der Map habe ich schon mal Rang 35 mit Tobi gepusht. Das lief sogar ziemlich gut, damit Lust gemacht. Oh je. Er ist getrappt komplett. Junge, der Sprout spinnt sich einfach noch. Und der Mortis hat ein Energy. Das ist dumm gelaufen. Das ist eigentlich auch mega lost. Das ist gerade, was wir eben gesehen haben. Ne? Der kann einfach in die Ecke gehen. Und der Ball ist einfach getrappt. Und der Bär kommt auch nicht ran. Aber zumindest können die Flächenschaden machen. Aber der Ball bleibt liegen. Oh Gott. Das ist eigentlich, wenn man das auf Ernst hinbekommt, ist es perfekt. Weil dann
Kann man easy verteidigen. Okay, das Jump-Head war absolut lost. Hätte auch von mir sein können. Junge, aber wie er noch ein zweites Mal, nachdem er schon gesprungen ist, nochmal auf das Jump-Head draufläuft, ist auch wieder anders lost. Ne? Muss man auch ehrlich sagen. Okay, jetzt hier Rico gegen Bull. Okay, Mann. Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte mich an Bulls Stelle da auch nicht hingestellt. War ja klar, dass der bounced würde eigentlich, oder? Weiß nicht. Digga, hat sich ernsthaft der Sprout das eigene Tor zugemacht? Und die haben verloren deswegen. Das sind diese dummen Teammates, die man immer hat, ne? Die einem das eigene Match verkacken. Oh, okay. Penny ist ja inzwischen sehr stark, vor allem mit dem Gadget. Lol. Ja, ich wollte gerade sagen, wie ist das denn möglich gewesen? Die hat einen Energy gehabt. Danke. Oh, jetzt hier einmal Dynamite mit der Ult. Hä? Der hat sich mit der eigenen Ult in die Bombe reingenockt, wenn ich es richtig gesehen habe. Das war auch wieder ziemlich dumm gelaufen für ihn. Und das war sehr stark von Jean. Da drückst du einfach den Bull aus. Aber ihr kommt zurück. Digga, das ist jetzt nicht sein Ernst, Alter. Wie kann man denn so schlecht sein? Schaut euch ihn an. Also, das erste Mal passiert ja noch, wurde er getrappt. Aber dass er dann nochmal, das sieht so gescriptet aus manchmal. Aber, ja, gut, passiert halt, ne? Oh, die letzten 10 Sekunden. Er stirbt. Jesse ist noch am Leben. Die Jesse wird gekillt. Und der Rico dreht sich. Was? Das war noch ein alter... Da konnte man Eigentore schießen. Und er hat damit einfach ein Eigentor geschossen. Und die haben deswegen verloren. Oh Gott. Oh nein, die mit Full Lifestyle. Passt auf. Letzte Sekunde. Ich kann nicht glauben, dass du das gemacht hast. Das ist so dumm gelaufen für ihn. Er tut mir auch echt leid, gerade für die Aktion, aber das soll man halt machen, ne? Die Jessie jetzt. Die spinnt sich, ist sie dumm. Hä? Die haben verloren deswegen, weil die sich gespinnt hat. Ist die dumm gewesen. Oh, Mann. Hier ist auch Dynamite jetzt hier. Alter, WT. Hä? Ein Bug. Eigentlich getroffen werden müssen, oder? Keine Ahnung. Jetzt die beiden Mortis so. Lol, ja, die Mortis-Battle sehen immer so lost aus, ne? Weil die alle immer so komisch rumdashen. Aber am Ende geht mit der eine Mortis. Eigentlich muss er jetzt... Er muss irgendwas machen, hallo? Hä? Der ist genau in der Sekunde gehealt. Deswegen sieht das so komisch aus. Der ist gerade in der Sekunde gehealt. Das checkt man deswegen nicht. Boah, das war auch dumm. Junge, der... Yo! Einfach hops genommen. Der Sprout spinnt sich noch und dann kommt der Brock einfach mit dem Gadget. Wie geil. Und das ist auch nochmal ein Brock, hätte ich das sagen. Oh mein Gott, da war alles drin, oder? Ey, es sind schon einige geile Szenen dabei. Das ist noch der alte Devil sogar. Was macht der jetzt? Ja, okay. Das ist ein bisschen schief gegangen an der Stelle. Das ist ein neuerer Clip, da sieht man es auch im Devil, ne? Da sieht man auch noch den Unterschied vom Design. Oh nein. Ja. Das Gadget war halt ein bisschen panisch. Oh, Mann. Das Ding ist, ihr kennt das vielleicht, wenn man noch so panisch ist und noch so gerade den Kill rausholen will oder so. Das ist dann immer... Boah, das war auch dumm. Junge, der Spike an Disconnect. Das ist dumm. Und der Mortis freut sich schon. Er spinnt sich. Und dann... Spinnt sich weiter. Passt auf, ich werde gleich den Spike zum Leben. LOL! Ja. Aber da muss er auch schon echt mies Pech gehabt haben, der Mortis dann in der Sekunde. Aber war auch seine Schuld, wenn er da so dumm rumspinnt. Die Bull wird getroffen. Ich setze den nächsten Kopf ein und wird wieder. Wir treffen wieder. Der nächste Kopf kommt. Und er trifft wieder. Nani, okay. Boah, also wenn die das gewinnt. Yo, das sind. Ich meine, überleg mal, das sind auch Flächenschadenschüsse so regelrecht von den beiden, ne? Also ich meine. Jean hat so 6 einzelne Schüsse. Junge. Ich denke, er ist danach leider gestorben, weil sie nicht mehr weitergezeigt haben. Aber schon zu einem Zeitpunkt war es sehr, sehr krass. Nein, nicht Leon. Nein. Wird safe sterben. Ja. War klar, das war ein bisschen lost auch. Zweimal daneben. Boah, aber an der Stelle, ich muss das kurz stoppen. Das Ding ist, man denkt, der Busch ist safe. Und hat... Man denkt, man hätte alles abgecheckt und dann steht da eine Shelly drin. Genau so passiert es dann einfach. Er denkt, er ist 100% safe. Und da ist mal drin. Und dann denkst du so, WTF, wie kann das sein? Es ist halt einfach, hat man gerade gesehen, wie sowas aussehen kann, ne? Weil jeder von uns hat die Szene gehabt und denkt sich so, der muss doch hacken oder so. Wie kann der da im Busch sein? Aber da hat man gerade gesehen, wie es halt passieren kann. Okay. Okay, jetzt.
mein Gott, die Bubble hat absolut gerettet. 30 Sterne Vorsprung, okay. Eine Sekunde, nein. Toll. Also rein. Oh mein Gott, die Ult. Okay, wir haben den Boxer jetzt hier gegen Bull. Der Bull wird reingeworfen in den Bow. Ist mir aber auch schon mal passiert, dass ich dann derjenige, der weiter dann gekillt wurde. Das ist dann mega kacke für den Bow gewesen in dem Fall. Alter, die hat gerade so die Ult aufgeladen und noch den Schuss rausbekommen. Lucky, würde ich sagen, ne? 11 Cubes und Energy. Oh nein. Digga, Teleport! 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 Oh mein Gott. Ja. Ich weiß nicht, ob er Teleport Gadget überhaupt hatte. Digga, der Jean zieht ihn einfach ran. Oh, die springen jetzt hier zu dritt. Okay. Ich weiß nicht, welche Stufe das ist. Der Boss hat allerdings, glaube ich, 720.000 Leben, wenn ich das richtig sehe. Ist das ein Trick im Bosskampf? Mit zwei Gales? Der hat über 1 Million Leben, wenn ich es richtig... Ja, ich glaube. Schau dich das an. Oh nein, irgendwas wurde verkackt, oder? Egal. 1 AP. Aber der Trick gerade mit Gale in 2 Jump-Hits war eigentlich ganz geil, oder? Boah. Der hat den Energy noch bekommen. War aber auch schon riskant, ihn ranzuziehen. Und das hier scheint ein weiterer Trick zu sein. Und dummerweise ist der Bow irgendwie draußen geblieben. Der Trick war, glaube ich, nicht so gut. Ja, der war auch motiviert, aber keine Chance. Nein, 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 nein. 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 Digga, schieß doch einfach. Warum hat er die Ult ausgewählt? Och man. Und ich meine, ich war zum Glück kein Teammate von dem Typen. Mich hat mich so aufgeregt, aber trotzdem hat mich das sauer gemacht beim Zuschauen. Er trifft erst und beim ersten Schuss und danach dann nicht mehr. Hä, das darf eigentlich nicht passieren. Krass. Oh, Nani kommt. Oh, da habt ihr den Karl gesehen. Das war eiskalt. Das war wirklich eiskalt. Boah, die muss sehr viele Cubes gehabt haben. Wenn zwei Schüsse ausreichen, die irgendwie so 10 Cubes oder so bestimmt gehabt. Was ist denn jetzt? Oh. Der Dynamike, Alter. Sind wir ehrlich, das war stark gemacht. Oh mein Gott, die werden so fett verkacken. Sind die doof, Alter. Sind die dumm? Sind die dumm? Es geht weiter. Und nochmal, oder? Junge. Ist der doof? Ist der dumm? Ich hoffe, dem ist das Spiel verloren einfach. Ganz ehrlich, hätten 2-0 eigentlich gewinnen können. Was ist da denn passiert? Der hat sich keinen Zentimeter bewegt und macht ihn trotzdem weg. Das ist ein mega... Also es ist schon irgendwie ein Bug, weil... Eigentlich müsste ich schon irgendeine gewisse Animation haben, dass er auch Schaden machen kann, ne? Oh nein, oh nein. Das ist eh sowieso das Allerschlimmste, wenn irgendwo eine Shelly auf dich wartet und dann das komplette Team noch killt. Oh mein Gott, das ist so gut. Das ist so smart gewesen. Er hat sich unsichtbar gemacht und damit den anderen überrascht. Das war geil. Die freut sich. 8 Sekunden, Bombe kommt. Poco macht Schaden und... Er ist nicht drin. Nein, hat gegen die Wand geschossen. Aber an der Stelle, seid mal ehrlich, wem von euch ist es noch nicht passiert? Ich habe selber schon so oft gegen die Wand geschossen, aus Versehen. Das ist immer so knapp, aber... Toll. Aber, keine Ahnung, es passiert halt irgendwie... Es passiert halt einfach. Ich meine, es ist immer so 1 Millimeter nach, dann zu weit nach links oder nach rechts und dann ist der Ball halt nicht im Tor. Oh mein Gott, er hat sich gerade hingeteleportet. Habt ihr das gesehen? Das war auch cool. Okay, der wurde jetzt gegen Jean. Oh, ich glaube nicht, dass es so smart war, den ranzupullen. Das war nicht der Play. Wer kann er eigentlich reinmachen, oder? Wobei. Was machen die jetzt? Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Nein. Das war eine ältere Szene mit Eigentor. War eine gute Szene. Oh, der chillt gerade. Der hat gerade seine Ult. Der checkt's gar nicht, Junge. Der ist am Handy. Und dann wacht er auf. Das sind immer die schlimmsten Momente als Nani. Ich habe deswegen auch meistens eigentlich Teleport lieber. Ich finde es sowieso stärker. Das Teleport-Gadget gefühlt. Weil mit dem anderen Gadget hast, kriegst du halt nur weniger Schaden. Das ist halt meistens nicht so geeignet. Der buggt ja komplett rum. Der läuft irgendwie rückwärts. Ich wollte gerade sagen, eigentlich muss er nur jumpen. Oh Gott, na... Was? Wie random! Der hat einfach ein Jump-Hit gesetzt und durch Zufall hat es ihn zum Gegner geführt. Das war aber nicht echt, ne? Das war auf jeden Fall eine Szene, die nachgestellt. Also das war die Testspielrunde auf jeden Fall. Also wenn die echt war, dann weiß ich auch nicht. Als ob da wirklich 9 Franks sich in der Reihe aufgestellt haben. Niemals.
Der arme 8-Bit. Hä, was war denn das für eine Map überhaupt? Das ist doch die Dinosaurier-Map gewesen. Das war doch ein Minigame, oder? Special-Modus. Oh. Ja, dumm gelaufen, ne? Hier Nani mit dem... Okay. Nein! Das hätte ich vorne vorhin gerne gesehen mit dem Teleport. Oh nein, es... Diesen Digga. Ich sag auf Digga heute, aber schaut euch das nochmal an. Hä, was ist da denn passiert? Hier, der Spot hat eigentlich alles richtig gemacht, ne? Jetzt bin ich gerade nochmal zurück. Der Spot hat doch eigentlich alles richtig gemacht. Die sind auf der anderen Seite. Und durch die Wand wurden die dann auf seine Seite gedrückt. Wie unlucky war das eigentlich? Hätte uns alle drei killen können. Oh mein Gott. Was ist umgelaufen? Er hat 8 Cubes. Die Rolle ist absolut beschissen gewesen. Ja, aber das ist euch doch auch schon mal allen passiert. Ich meine, das sind so Clips, wo man immer sagt, boah, sind die schlecht. Aber seid ehrlich, das ist uns allen schon mal passiert. Dass wir mit Daryl rollen wollten, am Ende rollen wir irgendwo anders hin. Das war stark. Das war wirklich stark. Der arme Leon an der Stelle, schade eigentlich. Okay, Countdown für das blaue Team. Sprout. Killen alle, okay. Countdown für das rote Team. Und der Sprout wird wahrscheinlich jetzt eine gute Wand nutzen. Ja, aber es reicht. Da unten ist aber noch Platz. Oh mein Gott. Hä? Was war das denn? Jetzt überleben die und kriegen die... Ich hab's nicht ganz verstanden, was da passiert ist. Aber es war auf jeden Fall, glaube ich, ein Fail von Sprout. Der Wand. Die haben sich eigentlich selber eingesperrt, ne? Deswegen. Okay. Beste Ulti auf jeden Fall. Oh mein Gott, 67 HP. Der baut es auch noch im Start. Und jetzt? Er rettet sie! Oh mein Gott, das war das schlechteste Gadget aller Zeiten einfach. Er hat das Save the Win gehabt und hat es. Oh Mann. Oh, die Meme. Oh je, okay. Oh. Ich brauche noch eine Minute, sehe ich gerade, das passt ja. Na je, die Mortis sind jetzt gegeneinander. Alter, die machen einfach Synchronkillen. Und gehen sie weiter. Da hatten sie gemerkt, dass sie beide sterben würden sonst. Bessere Entscheidung. Oh, Leon, aber der... Oh, der Meteor. Der Meteor rettet sie einfach komplett. Oh mein Gott. Ich finde, das hat er eigentlich sehr smart gemacht. Hat auch die Ult gedodged, aber naja. The Surge. Oh, Junge. Das war auch mit dem Teleport zu dem Zeitpunkt. Oh, jetzt hier Frank. Also ich glaube, so ein paar Clips sind älter. Das sind wahrscheinlich echt so Clips, die so Leute auf ihrem Handy noch gespeichert hatten, schätze ich mal, ne? Die Wand? Kann die Sprout-Wand die Ult abwehren von Frank? Crazy. Irgendwie, die sind alle so dumm reingelaufen, das ist unfassbar wieder. Okay, Energy für den Daryl, die Shelly. Oh, gutes Gadget. Ja, war jetzt kein krasser Moment, aber war schon stark gemacht von der Shelly. Oh. Nein, nein. Die haben schon mies verkackt, ne? Seien wir ehrlich, die haben schon echt mies verkackt an der Stelle. Okay, Frank springt rein. Mit der Ult. Das ist stark. Ultet beide weg. Boah, Junge. Das war nice. Wir haben die Runde, denke ich, dadurch gewonnen auch. Sicher. Auf der Map habe ich meine 40.000 Trophäen gefinisht. Das weiß ich noch. Junge, der Cold. Und das auch noch mit Cold durch Zufall. Stimmt. Junge, der Cold ist so eine Legende für diese Runde. Schaut euch das an. Würde ich sagen, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mich supporten wollt, lasst wie immer gerne ein Abo da. Und schaut hier noch im Abstand vorbei. Da ist noch ein Video oder zwei Videos verlinkt. Bis zum nächsten Video. Danke für den Support. Und ciao.